Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner! Yes! Wie in der letzten Folge schon angekündigt. Upp, da ist er. Der Tankanhänger. Oh Moment, sieht man den überhaupt? Meine Kamera ist da bestimmt im Weg. So, jetzt sieht man ihn auf jeden Fall. So, wann euch aktivieren, eh den Kanal abonnieren und wir ballern los hier mit dem Jaaaar. Denn der ist wunderbar. Yes, wir müssen hier den Tankanhänger zu dem Hof bringen. Ich habe mich letztes Mal ein bisschen versehen. Ich habe gedacht, du müsstest das genau andersrum machen. Von dem Hof hier hinbringen. Aber, naja, was soll's. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit dann einfach hier einmal runtergefahren. So, ich gehe mal in Lastengang plus. Das ist hier ein Muss. Denn ich habe schon gemerkt, als ich hier runtergefahren bin, uiuiuiui, das ist hier zum Teil ziemlich steil. Also, British Columbia ist auf jeden Fall sehr bergig. Und ja, da braucht man auf jeden Fall Trucks, die einen Lastengang haben. Einen guten. Und ja, die ein bisschen was, ja, ein bisschen Power haben auf jeden Fall. Wenn man denn was zieht oder was transportieren will. Yes. Letzte Folge haben wir ja einen Frachtcontainer zum, ja, Kommunikationsturm gebracht mit dem Kaias Bandit, mit dem wir dann leider aber auch umgekippt sind. So, ich gehe mal in Normallastengang, Lastengang minus vielleicht. Keine Windenpunkte. Ui, da hinten kann man nicht dran. Na gut, dann müssen wir uns erstmal ein bisschen zurückfallen lassen. Die Steine sind nämlich das Problem hier. Weil wir dann nicht genug Grip haben, so wie es aussieht. So. Okay, da hinten hin. Ja. Uiuiui, kommen wir hier jetzt gar nicht hoch? Ja. Auch so langsam. So, dann kommen wir hier wenigstens an den Baum. Das ist gut. Ich gehe mal in normalen Lastengang. Uiuiuiui. Also. Das hier auf jeden Fall krass. Das ist eine krasse Steigung. Hätte ich nicht gedacht, dass der Jaaaar das nicht so gut hinkriegt. Vor allem auch im Lastengang. Und Lastengang minus sogar. So. Aber wir gehen mal wieder in Lastengang plus. Ja. Das klappt. Also hier die Steigung sind nicht zu unterschätzen. So. Aber dafür sind wir jetzt hier ein bisschen weiter oben. Und die Aussicht entschädigt. Mann, Mann, Mann. Da ist alles überflutet. Aber das sieht echt cool aus. Ich finde das sowieso mega cool. Da hinten sieht man sogar diese Kirche aus diesem kleinen Dorf da. Und aus dieser kleinen Stadt. Die Weitsicht ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, die ist hier auf den neueren Maps, glaube ich, höher als auf den alten, oder? Kann das sein? Aber bei den alten ist mir öfter aufgefallen, dass man sehr viel krasser sieht, wie sich, wie alles reinploppt, die ganzen Objekte und sowas. In die Welt. So, müssen wir hier durch? Ja, ja. Wir hätten auch hier lang fahren können, aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Mal gucken. Zur Not, ja, sind hier noch ein paar Bäume. Ja, guck mal. Der Ja, der kriegt das hin. Ja. Wunderbar. So. Ich nehme mal wieder einen Schluck von meinem Cappuccino. Hab mir gerade mal gemacht. Und habe mir gestern beim Einkaufen mal nach langer Zeit Kinderschokolade gekauft. Also nicht Kinderriegel, sondern Kinderschokolade. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es da einen Unterschied gibt. Ich weiß es nicht.
Ich habe noch nie beides gleichzeitig gekauft und dann mal probiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kinderschokolade irgendwie anders schmeckt als Kinderriegel. Aber ich glaube, das ist alles nur Einbildung. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass Kinderschokolade mehr nach dieser Ü-Ei-Schokolade schmeckt. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da hin? Ich glaube, hier ist so ein kleiner Weg, oder? Wo wir geradeaus drauf zufahren. Ah, das ist so ein schönes Haus mitten im Wald. Umgeben von Bäumen. Das will ich haben. Das wäre was. Genau was für mich. So. Ist das hier der Abgabebereich? Das ist, glaube ich, der normale Questbereich. Und hier müssen wir, glaube ich, reinfahren. Und da steht da der Kenworth Truck. So, Moment. Ne, da ist der Abgabebereich. Da ganz um die Ecke. So, ach, wir sind noch im Lastengang. So. Uiuiui. Also, das Ding ist krass. So. Und was jetzt? Kann ich die behalten? Ha! Ist ja lustig. Also, der Anhänger. Dann mache ich den halt wieder dran und dann tanke ich nochmal auf. Gut. So, nachtanken. Vom Tankauflieger zum Kenworth. Sehr gut. Haben wir. Unseren Jahr machen wir auch nochmal voll. Sehr schön. So, jetzt ist noch die Frage, ob wir genug Reparaturpunkte haben. 240 sind nötig. Jawollo! Quid pro quo. Gute Arbeit. Wir haben Sprit und der Truck läuft. Er gehört dir. Ich hoffe, er leistet dir genauso gute Dienste wie mir. Yes. Sehr cool. Okay. Komisch. Ja. Mega. So. Jetzt noch die Frage, was ist das hier für ein Auftrag? Gibst du noch einen Folgeauftrag oder ist das so ein Wettkampf oder sowas? Oder ist das für einen anderen Auftrag? Abgabebereich? Oder ist es einfach nur ein Bug? Das kann natürlich auch sehr gut sein. Ha! Nun gut. Komisch. Na gut, lassen wir mal den Ja hier stehen. So, Handbremse machen wir rein. Und wir wechseln mal den Truck auf den krassen Kenworth. Er schnurrt wie ein Kätzchen. Abgefahrene Hupe. Yes, Warnleuchten aktivieren, ihr. Was Schönes kommentieren. Und ich würde sagen, den gucken wir uns mal in der Werkstatt an. Und da sind wir in der Werkstatt mit dem Kenworth 963. Yes, wir schauen mal. So, ein Motor. Genau, einen Motor haben wir schon gefunden. Einen einzigen in den Bergen, irgendwo da bei diesem komischen Bergpfad, wo wir mit dem Mud Bandit, glaube ich, langfahren. Ich glaube ja, mit dem Mud Bandit in der ersten Folge in British Columbia. Genau, sehr gut. Also den Motor auf jeden Fall verbauen. Der bringt ein bisschen mehr Haltbarkeit. Den anderen verkaufen wir. Sehr gut. So, Schnellgetriebe. Mit erhöhter Gangzahl? Nee. Da will ich lieber das Offroad-Getriebe, ist das, ne? Optimiert Spezial, glaube ich. Mit den drei Lastengängen? Ich glaube schon. So, Federung gibt es nur die Standard. Ui, guckt euch mal die Reifen an. Krass. Wie so dicke Ballons hier. Yes, ansonsten gibt es hier noch die Schlammreifen und so weiter. Aber ich denke mal, die sind alle von den Werten nicht so gut wie die Kenworth-Reifen. Oder? Ah, da müsste ich mal in die Liste gucken. Aber
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Reifen von dem Kenworth selbst schon ziemlich gut sind. So. Da machen wir Schwerwinde optimiert. Ersatzrad. Ah, guck mal. Zwei Räder oder ein Rad. Und ich denke mal, wenn man die zwei Räder hat, dann ja, kann man hinten nicht ganz so gut was drauf machen. So, Schnorchel. Gibt es auch. Ui, zwei dicke Dinger da. Sehr cool. Das gefällt mir. Vor allem, dass es auf beiden Seiten ist. Schön symmetrisch. So. Okay, also hier kann man den neuen Kran drauf machen. Holz. Kann man denn Holz? Ja, krass. Also, man kann Holz auf Fliegerfront und den Holzladekran gleichzeitig drauf machen. Also auch ein ziemlich guter Truck vielleicht für Holz. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ui, langer Pritschenwagen. Ist es dann für drei? Das sieht ja nach... Also das ist ja zwei. Das müssten dann drei Plätze sein. So wie es aussieht. Abgefahren. Kurzholz. Okay. Großer Wartungskofferaufbau. Ist da dann mehr? Ist da mehr drin? Ich glaube nicht, ne? Sechs Ersatzräder und sowas? 2000 im Tank? Ich glaube, das ist ganz normal, oder? Ich weiß es nicht. Ah, gucke mal. Pritsche. Lange Pritsche. Kraftstofftank. Langer. Cool. Einfach mal 1000 Liter mehr drin. Ui. Das ist echt krass. Abschleppbühne, Wassertank. Oh, den Wassertank, beziehungsweise den Löschtank, hätten die auch groß machen können, ruhig. Gut, Auslegerkran. Das sieht so lächerlich aus. Mit der Kupplung da ganz hinten. Aber naja, aber nur eine hoch. Aber das macht Sinn, weil der Truck ja auch ziemlich hoch ist. Also nur für so Schwanenhalsdinger und sowas. Na gut. Bin ich am Überlegen. Ich mach mal hier den langen Pritschenaufbau drauf. Mit drei Plätzen. Abgefahren. So, Vorderseite. Ja, Sonnenschutz. Ja, machen wir drauf, damit die Sonne nicht blendet. Ein Dach haben wir. Basiswarnleuchten, Standardlichter. Reparaturwerkzeug. Ui. Okay, okay, okay. LED-Nebelleuchten und Dachnebelleuchten. Das ist natürlich cool, Reparaturwerkzeug. Da können wir die Basiswarnleuchten nicht haben. Die sehen auch ziemlich cool aus, diese so Oldschool-Leuchten. Aber wir haben hier andere drauf, das ist ja auch gut. So, machen wir die LED oder die normalen Dachnebelleuchten. Ah, ich glaube, ich mag die hier unten lieber. So, Stoßfänger vorne, so. Das ist der Standard. Sieht ein bisschen nach dem Pacific aus. P16, P12, je nachdem. Ja. Das sieht aus nach dem SIG. Uiuiuiui. Das sieht natürlich krass aus, aber hier. Der dicke Schild. Der Schild. Das Schild. Der Schild. Der Schild. Ist schon richtig. So. Ah, hier Dachhörner können wir nicht machen, weil wir den Dachaufbau haben. Macht nichts. So, und hier machen wir schicke. Ja. Ich glaube, die hier, die gefallen mir besser. Die Chromauspuffrohre. So. Die ganz normalen Kenworth-Felgen. Und wir schauen mal ein bisschen nach der Farbe. Hat der irgendwas mit. Oh mein Gott. Okay. Also. Rot-Weiß. Mega cool. Sieht ein bisschen polnisch aus. Gefällt mir. So. Blau. Auch nicht schlecht. Lila-Gelb. Auch abgefahren. Vor allem so Neon-Gelb-Grün. Ja. Aber ey. Es gibt nichts Besseres. Mann, Mann, Mann. So. Haubenverzierung machen wir eben nochmal drauf. Ja, guck mal hier. Er kriegt hier die krasse Bulldogge drauf. Sehr schön. So, gibt es ja irgendwelche schönen Aufkleber. Ja, das mache ich, glaube ich, alles. So im Nachhinein. Ui, da kann man sich vier Stück drauf machen. Oh, hinten auch noch ein. Sogar drei. Alter, wie viele Aufkleber man da drauf machen kann. Das ist ja abgefahren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Krasses Ding.
Uiuiuiui, der gefällt mir. So. Guck mal, der ist sogar... Ach so, nee. Weil ich hier den Sig noch stehen hatte. Guck mal, ich wollte nämlich eigentlich... Uiuiuiui. Ich wollte nämlich... mit dem Sig einen Auftrag hier machen. Aber den können wir jetzt auch mit dem Kenworth machen. Denn wir müssen... Ja, da seht ihr es, der Sig, den habe ich natürlich hier hinten die Plätsche, den Plätschenaufbau drauf gemacht. Mit drei Plätzen. Denn ich wollte... welche ist denn das? Südliche Stadtbrücke, glaube ich, ne? Genau. Dreimal Holzplanken hier von der Sägemühle holen. Yes. Und außerdem müssen wir hier auch nochmal den Auftrag für die Sägemühlenbrücke annehmen. Das wollte ich machen. Ah. Irgendwie juckt die Nase. So. Nicht, dass ich da noch einen drauf bekomme. So. So, das heißt, wir müssen hier mal rüber. Ja, wir nehmen natürlich nicht die Fähre. Das Geld sparen wir uns. Wir fahren durchs Wasser. Aber bevor wir fahren, Warnleuchten aktivieren. Hier den Kanal abonnieren und... Wir ballern los. So, Allradantrieb müssen wir zusätzlich einschalten. Uiuiuiui. Der klingt aber echt abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob wir hier so durchkommen. Weil der so groß ist. Mann, Mann, Mann. So, ich mach mal Allradantrieb an. Differentialsperre ist immer an. Okay, auch gut zu wissen. Guckt euch das mal an. Der klasse Kenworth. So. Und schönes Piepen, wenn er rückwärts fährt. Sehr cool. So. Mal gucken, ob wir hier überhaupt durchkommen. Weil die Bäume hier so ein bisschen im Weg sind. Der Kenworth ist halt... sehr, sehr groß. Aber dementsprechend kann er sich hier auch den Weg einfach durchbahnen. Durch das Wasser. Das ist krass. Mann, Mann, Mann. Der gefällt mir. Mega krasser Truck. Sehr schön. Und, ey, so wie das aussieht... Könnte er vielleicht doch hinten einen Anhänger drauf machen, oder? Oder dran machen. Ich weiß es nicht. So, hier vorne müssen wir aufpassen. Nicht gegen den Stein. So, haben wir hier einen Anhängershop? Nein, haben wir nicht. Na gut, wir gucken mal, wo wir lang müssen. Einfach hier nach rechts. Zur Sägemühle. Ich glaube, bevor wir uns die Holzplanken schnappen, schnappen wir uns hier den Auftrag. Ja, ich denke mal... So. Achso, Tank habe ich noch gar nicht geguckt. 510 Liter. Uiuiuiui. Also 510 Liter. Das ist schon mal krass. So, warte mal. Ah. So, wieder auf die Straße. Denn ich will mal gucken. Reparaturwerkzeug sind 140. Und Reparaturpunkte. Also Tank, Reparaturwerkzeug 140. Und Reparaturpunkte sind 300. Also... kann man schon was mit anfangen. Das ist ganz cool. So. Aber wieder voll tanken. Was hatte ich hier denn nochmal stehen? Ich glaube Holzplanken, oder? Sind das Holzplanken? Nee, Verbrauchsgüter. Stimmt, Verbrauchsgüter, die brauchten wir noch irgendwo. Für einen Auftrag. Ich weiß gerade nicht mehr welchen, aber ich habe mir damals was dabei gedacht, also. Zur Not. Sind die halt da. So. Genau. Wir mussten nicht über die Brücke, glaube ich, ne? Nee. Einfach hier geradeaus weiter. Sehr gut. Also. Der Kenworth ist krass. Echt ein Riesenteil. Uiuiuiuiui. Ist nur die Frage, ob wir hier dann
gut vorbeikommen. Ach, wir haben noch gar nicht die Innenansicht angeguckt, wa? Uiuiui, guckt euch die ganzen Instrumente hier an. Handschuhfach hat er aber trotzdem. Und da unten so ein kleines Fenster. Das ist ja abgefahren. In der Tür, ja. Richtiger Kenworth Truck. Kenworth Trucks gibt's ja in echt. Und ich glaube, den hier gibt es auch in echt. Habe ich auch gesehen. Also, krasses Teil. Und ich glaube mal, das ist hier so ein Truck. Mit dem kann man einiges schaffen hier in British Columbia. So, wir fahren hier erstmal nach rechts. Denn wir wollen mal gucken, was wir hier für die Brücke brauchen. So, da vorne ist der Auftrag. So. Sägemühlenbrücke. Die alte Brücke ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Wir brauchen eine neue, die auch länger werden soll. Ah, okay. Wenn du uns ein paar Baumstämme lieferst, werden wir dich gebührend bezahlen. Okay, okay, okay. Also. Ah, nee. Ich wollte gerade sagen. Baumstämme? Und die wollen Holz? Nein. Da. Mittelgroße Stämme und kurze Stämme. Ui, okay. Aber die kriegt man beide da. So, mittelgroße Stämme einmal und kurze Stämme zweimal. Das heißt, man könnte theoretisch einen LKW holen, der mittelgroße Stämme tragen kann und einen Anhänger für kurze Stämme. Und dann könnte man den Auftrag gut machen. Ja. Kann man sich mal überlegen. Also, machen wir auf jeden Fall irgendwann, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt wollen wir erstmal eine andere Brücke fertig machen. Die südliche Stadtbrücke. Habe ich das noch? Ja, genau. Habe ich noch ausgewählt. So, dafür fahren wir hier einmal um das Sägewerk rum. Guckt euch mal an, wie klein die normalen Autos im Vergleich dazu sind. Uiuiuiui. Er ist einfach mal so lang wie drei Autos oder sowas. Also nicht schlecht. Der klasse Kenworth. So. 1, 2, 3. Yes. Und wir ballern vorbei. An dem Kran. Mit dem Kenworth. Sehr schön. So. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Das heißt, wir können mal gucken, was der Kenworth drauf hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der enttäuscht. Weiß gar nicht, wie der jetzt so im Ranking ist. Sozusagen. Gegen die beiden Zig Trucks. Und welche auch immer noch so weit vorne sind. So. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in Lastengang Plus. Für die Steigung hier. So, und soll ich mir überlegen? Ja, der einfachste Weg wäre natürlich durch die Stadt zu der Brücke. Wenn da der Abgabebereich ist, muss ich mal gleich gucken auf der Karte. Nicht, dass der Abgabebereich auf der anderen Seite ist und wir dann wieder nochmal rumfahren müssen. Denn wir sind hier gerade an dieser Brücke, wo wir dann andersrum. Ne, hier ist auch ein Abgabebereich. Sehr gut. Dann ist es natürlich einfacher, durch die Stadt zu fahren. Dann muckt wie das so. So, irgendwie sieht die Reflexion hier gerade bei dem Wasser so merkwürdig aus. Ha, komisch. So. Und ich bin mal gespannt. Hui. Ah, Bremsen sind auch gar nicht so schlecht. Aber gespannt, wie die Brücke hier gleich aussehen wird. Ob das jetzt wirklich nur so eine Holzbrücke wird. Oder ob die ein bisschen schicker aussieht. Normalerweise die anderen schickeren Brücken sind ja meistens mit Stahl. Also, mal gucken.
So, was haben wir verbraten? Ja. 50, 60 Liter ungefähr. Boah, die Kurve hier ist natürlich ein bisschen knapp für den Kenworth. Na, nehmen wir den noch mit? Nein, sehr gut. Puh. Ein Kostenpunkt weniger auf der Rechnung. Jetzt hätten wir noch einen Briefkasten draufstellen müssen. Oder draufschreiben müssen. So. Ich bin mal gespannt, wie die Brücke aussieht. Na komm! Ja, Steigung. Na gut, wir haben jetzt auch dreimal Holz geladen. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Na gut. Wir geben mal unser Holz ab. 1, 2, 3. Auftrag vorbei. Yes. Aber es wird eine hübsche Brücke. Ja, sehr schön. Südliche Stadtbrücke. Es wird jetzt wieder viel einfacher, in die Stadt zu gelangen. Gute Arbeit. Yes. Und das alles nur dank dem Kenworth. Yes. Wenn euch der Kenworth gefällt und die Folge auch, gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar, ein Abo. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Die Folge ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich muss mal gucken, was wir jetzt noch für Aufträge haben. Und ja. Ja. Wie und wann wir die erledigen. Und dann geht es nächste Folge weiter. Irgendwie in British Columbia. Mal schauen, vielleicht mit dem Kenworth. Ist vielleicht auch mal eine Idee. Ich meine, er hat drei Plätze und ich glaube, man kann da einen Anhänger dran machen. Ah, na komm. Wir gucken noch mal kurz, ob man da einen Anhänger dran machen kann oder nicht. Ich denke aber schon. Weil wenn ja, dann können wir natürlich echt schön viele Aufträge machen. Vor allem auch den einen Auftrag, den ich... Guck mal, da könnten wir dann sogar noch so einen dran... Uiuiui. Aber so ein fetschen Anhänger, das reicht. Sieht aber auch ein bisschen lächerlich aus. Naja, was soll's. Sehr gut. Also, Pritschenanhänger können wir auch dran machen. Oder alle möglichen anderen Anhänger. Schwebt schön in der Luft. Nur gut. Sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Dann... Warnleuchten waren gar nicht aktiviert. Na gut. Ich hoffe, ihr habt trotzdem den Kanal abonniert. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genug gelabert jetzt.